Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu SimCity 4. Und genau, liebe Freunde, wir waren beim letzten Mal hier und waren weiter unsere Stadt am Aufbauen, hatten uns diesen stylischen Flughafen hier gebaut. Na? Und der sieht schon echt fett aus, muss ich sagen. Und ja, im Prinzip weiter uns hier aufgebaut. Genau, ich muss mich ja gerade ein bisschen erholen. Ich komme nämlich direkt aus einer Resident Evil Code Veronica Session und was da abging, das war schon echt grausig am Ende. Aber gut, dafür haben wir ja SimCity 4, damit ich jetzt mal wieder ein bisschen runterkommen kann. Und genau. Wir wollten beim letzten Mal, glaube ich, Steuern senken. Ne, das war, glaube ich, so, weil ihr seht, wir verdienen uns gerade eine goldene Nase. Deshalb. Oder Steuern senken? Oder? Ja, doch, machen wir. Steuern senken. Genau, weil dann wird die Nachfrage nochmal ein bisschen gepusht hier. Tatsächlich. Die Gewerbesteuern. Genau, die Gewerbesteuer. Das reicht erstmal. Gesundheit und Bildung ist voll. Sehr gut. Gucken wir mal beim Nachbarschaftshandel. Wir können definitiv mehr Energie kaufen. So, Energieprobleme sollten sich jetzt auflösen. Und genau, Freunde, so steigt die Nachfrage hier nach Wohngebieten. Seht ihr das? Und wir brauchen tatsächlich Hightech-Industrie. Das heißt, wir müssen erstmal wieder hier raus. Und mal wieder die Hightech-Industrie aufbauen hier. Zack, und hier. Ganz genau, Freunde. Da war die Hightech-Industrie, die sich hier aufbaut. Ja, sehr cool. Ja, ich nehme das nach wie vor an diesem Sonntagabend auf. Nicht Sonntagabend, Sonntagnachmittag auf tatsächlich. Also es ist tatsächlich noch hell draußen diesmal, wenn ich das aufnehme. Und ja, das finde ich jetzt doch mal eine gute Sache, dass wir hier SimCity spielen können. Alles klar, weitere Hightech-Industrie. Wunderbar. Sehr schön. Ja. Weil morgen ist wieder eine neue Arbeitswoche und das, was eben bei Resident Evil passiert ist, das braucht echt ein bisschen der Ausgleich. Deswegen bin ich ganz froh, dass wir hier jetzt SimCity haben. So, Freunde. Wo können wir uns denn jetzt hier weiter ausbauen? Na, guckt mal, die Gebäude hier. Die sind schwarz. Das heißt, aufgrund geringer Nachfrage verlassen. Alles klar, aufgrund geringer Nachfrage verlassen. Was brauchen wir denn? Schwerindustrie? Oh, das heißt, wir müssen hier nochmal raus, alles klar. Gut. Gehen wir nochmal hier rein. Dann versuche ich jetzt tatsächlich noch einmal, diese Stadt hier zumindest zu retten. Ich weiß halt nicht, ob das klappt, ne? Aber, Freunde, was mir jetzt hier noch einfällt zu dieser Industriestadt, ist halt, ihr seht, die Umweltschützer haben eine Wasserpumpe trockengelegt. Das macht aber nichts, weil ich jetzt einfach die Klärwerke mal ja, wegschmeißen werde. Und die Wasserpumpen hier oben auch. Ihr seht, wir haben da nämlich viel zu viele Wasserpumpen. Was mir nämlich eingefallen ist, wir können ja eine Wasser. Verdammt. Nee, in diesem Fall nicht. Ja, oder wartet mal. Doch jetzt. Doch jetzt können wir es. Können tatsächlich eine Wasserpumpe hier oben hinstellen und die dann mit dem Stadtnetz verbinden. Weil diese Wasserpumpen werden nur trockengelegt, wenn die in der Nähe von dem geschmutzten Be Gebiet sind. Aber sollte jetzt eigentlich klappen. Sollte jetzt eigentlich klappen. Wartet mal. Ich baue mal noch eine Wasserpumpe. So. Ah, alles klar, alles klar, alles klar. Wir müssen es nochmal verbinden.
Ich hoffe, dass wir die Geld dafür noch haben. Ja, haben wir. Sehr gut. Ah, perfekt. So. Weil hier oben wird dann dementsprechend keine Wasserverschmutzung sein und dementsprechend auch keine. Was soll man dazu sagen? Keine. Keine Umwelt. Keine Wasserprobleme. Oder? Trinkwasser völlig verschmutzt. Warum das denn jetzt noch? Das verstehe ich jetzt gerade nicht. Aber in Ordnung. Achso, weil hier noch ein Rohr fehlt, oder was? Ah, wir brauchen noch eine Pumpe. Wir brauchen noch eine Wasserpumpe. Alles klar. Dann baue hier noch eine Wasserpumpe hin. So. Wunderbar. Dann haben wir nämlich unsere Nachbarschaft gerettet. Und können hier weiter unsere Industrie aufbauen. Ist das nicht gut? Ja, Kraftwerk. Kraftwerk ist teuer, mein Gott. 17.000. Um Himmels Willen, ey. Wir müssen Geld sparen für neues. Ja. Da seht ihr, wir haben hier Brownouts. So wie es auch im realen Leben möglicherweise bald passieren könnte. Brownouts. Zeitweise haben bestimmte Industriezweige keinen Strom. Aber jetzt sollte das Problem erledigt sein. Tatsächlich. Gut, Freunde, ja, dann. Ich habe das Spiel nämlich nochmal privat gespielt. SimCity 4. Und da habe ich das dann rausgefunden, dass man diese Stadt hier tatsächlich noch retten kann. In meinem privaten Versuch. Und ja. Man betrachtet dessen, würde ich sagen, bauen wir uns einfach mal jetzt mal nochmal Schritt für Schritt hier auf. Jetzt haben wir natürlich erstmal kein Geld, ist klar, weil wir die Sachen ja abreißen mussten. Aber. Aber wir können uns jetzt Schritt für Schritt wieder den Industriezweig aufbauen. So, dann würde ich vorschlagen, machen wir hier einfach mal weiter. Warum sind die Gebäude verlassen? Ach, sind sie gar nicht. Die sehen nur so Wassermangel. Wie? Schon wieder Wassermangel? Ist doch jetzt alles. Hey! Mach die Gebäude mal weg hier. Oder sind die so, diese schwarzen? Ach, die sind so, Brenneinheit. Alles klar. Guck mal, weil dadurch steigt auch wieder unsere Gewerbenachfrage an. Und die Nachfrage nach Wohngebieten. Ja, alles klar. Ach, ist das schön, Freunde, mal was aufzubauen, anstatt jetzt hier irgendwie wieder was zu zerstören. Das ist cool. So, zack hier, Riesenunternehmen. Schaut euch das an. So, wir brauchen noch eine Wasserpumpe. Die brauchen verdammt viel Wasser, merke ich gerade. Aber ist halt so. So, Riesenfirmen hier. 150 Arbeitsplätze. Toter Waldpapier. Kupferkaufmann. Geile Namen hier, ey. Toter Waldpapier. Verpackungs- und Lagerhaus, Fließtextilien, Flugsmaschinenarbeiten. Ach, diese Namen sind einfach herrlich hier. Gut, Freunde, dann würde ich sagen, lassen wir jetzt mal unsere neue Stadt, beziehungsweise unsere Hauptstadt hier nochmal ein bisschen wachsen. Mit der neu gewonnenen Nachfrage. Jawohl. So, dann hatte ich noch vorgehabt. Wohngebiete, genau, Wohngebiete müssten wir eigentlich bauen. Hier vorne. Wartet mal. Aber nicht so, sondern am besten 4. So, 4×4. Genau, da können wir ja doch hier sowas machen. Und hier vorne dann am besten auch. So, zack. Ah, im Moment. Ja, doch, okay. Weil Wohngebiete, die Gewerbegebiete brauchen halt auch Kunden. Ne, und deswegen. So, schaut euch das an. So, wunderbar hier. Zack. Dann fällt mir allerdings für hier vorne noch was ein. Und zwar, das war hier.
Eine Bushaltestelle und eine U-Bahn-Station hinmachen. Macht das mal ein bisschen langsamer. Eine U-Bahn haben wir ja gebaut, ne? Ich muss gerade mal gucken. Oh! Wir haben ja keine U-Bahn gebaut. Alles klar. Freunde, dann wisst ihr, was jetzt das nächste Projekt ist. Eine U-Bahn aufbauen. Das ist tatsächlich notwendig. Ich meine, wir haben jetzt, denke ich mal, die Größe erreicht, wo man tatsächlich auch eine U-Bahn bauen kann. Ist einfach ja, verkehrstechnisch eine gute Sache. Und auch geldtechnisch vor allem, weil wenn die Leute eine U-Bahn haben, kommen sie schneller zur Arbeit, zahlen sie mehr Geld und ja, brauchen wir. So, Freunde, dann U-Bahn-Netz aufbauen. So, am besten hier nochmal eins ins Wohngebiet, eine Station. Dann hier vorne noch eine hin zum Flughafen, definitiv. War mir gar nicht so bewusst, dass wir hier noch eine U-Bahn brauchen, aber klar. Ich hatte ja diesen Schritt noch nicht gemacht, weil wir halt noch nicht groß genug dafür waren, um eine U-Bahn zu haben. Aber klar, ich meine, natürlich. Jetzt auch wegen der ganzen Verkehrsproblematik, die wir hier immer wieder haben. Ne? Straße platzt aus allen Nähten. Hier. Hier diese Straße geht. Da bauen wir auch direkt eine U-Bahn-Station dann hin. Ah, ist auch direkt. Ist direkt auf der Linie. Krass, cool. Okay. Ja, Freunde. Dann geht's einfach mal weiter, würde ich sagen. Dann machen wir hier vorne. Ich würde gerne. Ah, da. Alle. Nein, das war die Bürgermeisterstatue. Ach, verdammt. Bau sie mal wieder auf, die gute Statue. Verdammt. Hab ich nicht mehr. Ich habe die Bürgermeisterstatue weggemacht. Ja, gut. U-Bahn-Station. Ja, zack. Dann die Plaza wieder dahin machen. So. Weil, wie gesagt, das Geld können wir auch sehr gut gebrauchen für die U-Bahn. Deswegen, ja, machen wir das mal. So. Heiratsantrag für Schnellverkehr. So, dann gucken wir mal weiter. Weil ihr seht, die Einnahmen hier, die steigen schon. Dann bräuchten wir eigentlich hier oben noch ein paar Stationen. Hier noch eine. Genau, direkt verbinden. Genau, so. Und ja, dann freue ich mich, dass ihr mal wieder eingeschaltet habt hier bei SimCity 4. Ich nehme das Ganze nach wie vor an diesem Sonntagnachmittag auf. Ja. Mit einer neuen Arbeitswoche wieder vor mir am Montag, aber ja, passt schon. Kriegen wir schon hin. Und hoffe, dass es euch soweit gut geht. Im Moment sind ja sehr schwierige Zeiten da für uns, aber wie gesagt, ich bin ja der Hoffnung. Kommt man da nicht zwischen, okay. Ich bin ja der Hoffnung, dass wir es irgendwann mal geschafft haben. Mit der schwierigen Zeit und wo kann ich denn jetzt hier noch eine U-Bahn hinbauen, Mensch? Aber ja, das passt doch erstmal so, das U-Bahn ist. Schaut euch das an, Freunde. Dann haben wir jetzt ein U-Bahn-Netz und können somit die Hochbahn mit der U-Bahn verbinden. Schaut euch das an, Freunde. Wir haben jetzt hier nämlich so eine Hochbahn-U-Bahn-Transitstation. Das ist dafür da, die Hochbahn mit der U-Bahn zu verbinden, tatsächlich. Schaut euch das an. Zack. So einfach. Und ihr seht da wieder eine Bahn. Ja, herfahren. Es ist so cool. Es ist so cool. Es macht einfach riesen Spaß, dieses Spiel. So, Freunde, dann können wir es mal ein bisschen laufen lassen, würde ich sagen. Zack. Und ihr seht, es wird auch direkt genutzt. Schaut euch das an. Die beiden Schienennetze wurden miteinander verbunden.
Und da frage ich mich jetzt allerdings, wie das genutzt wurde, wenn das gar nicht mit der U-Bahn verbunden war. Aber okay, dann ist es halt jetzt verbunden. So. Ja, schaut euch das an. Das wird kräftig genutzt. So, Freunde. Dann machen wir mal weiter, würde ich sagen. Ich würde mir gerne mal die einzelnen Parameter anschauen. Feuerwehr. Oh, wir brauchen hier vorne noch eine Feuerwehr. Das ist aber nicht schlimm, das kriegen wir gut hier rein. Große Feuerwache. So, dann. Die Feuergefahr ist... Ja, orange ist noch okay, würde ich sagen. Kriminalität? Was ist das denn? Taschenraub. Okay. Bildung? Bildung passt soweit, wobei hier vorne müsste noch eine Schule hin. Altersdurchschnitt? Die sind jung. Das heißt, hier vorne müsste tatsächlich... Ui, 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 ui. Was kommt denn da wieder für ein Klotz? So, hier vorne müsste tatsächlich noch eine große Grundschule hin. Große Grundschule, ja, das ist natürlich jetzt wieder Kostenpunkt. Aber sollte auf Dauer... Anzahl der Schüler, ja, passt. Sollte auf Dauer hilfreich sein. Sebitau mit neuer Börse tief im Geld. Eine weitere Feder für ihren Häuptlingskranz, Bürgermeister. Die Gesellschaft der gierigen Geldgeber Räber hat schon öffentlich verkündet, dass unsere Stadt in der hochtrabenden Finanzwelt kein Fremdwort mehr ist. Sie haben gebeten, eine Börse in Sebitau bauen zu dürfen. Der Aktienhandel ist auch mein persönlicher Zeitvertreib. Daher sollten Sie sich meine Rechnung für Ferngespräche dadurch endlich etwas niedriger halten lassen. Eine Börse, Freunde, das ist natürlich mega cool. Machen wir einfach mal hier hin, direkt neben dem Flughafen. Meter an Luftschlangen, yo, alles klar. Alles klar hier. Gut, Freunde, dann wächst, baut auf. Industrie wieder, braucht Platz zum Wachsen. Was denn für eine Industrie? Hightech und schwer. Und wir brauchen keine Agrarprodukte mehr. Ja, das ist interessant. Gut, Freunde, dann würde ich einfach mal sagen, Hightech-Industrie bauen wir einfach mal hier auf. So. Jinkwai Alchemie. Zvirkunov Elektronik. Wellpappe und Co. Diese Namen hier, ey. Abfüllungseinrichtung. Naja, gut, okay, das ist ein normaler Name. Aber ich finde die Namen so cool. Stratton Biotechnik. Max Mikrochips. Kane. Was? Was? Kane Tiberium. Was ist das denn jetzt? Wie geil. Freundliche Grüße an alle Quantum Conquer Fans. Kein Tiberium, wie geil ist das? Hä? Okay, das ist jetzt geil gerade. Kein Tiberium. Freundliche Grüße an alle Quantum Conquer Fans. Coole, cooler, was soll ich dazu sagen? Cooler Zusammenhang, der hier hergestellt. Geil. Okay. Kein Tiberium. Herrlich. Alles klar. Gut, Freunde. Da wohnt also Kane. Gut. Ab in die Hauptstadt. Das war cool gerade. Das war echt gut. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Nicht bei SimCity, auf keinen Fall. Ja, gut. Da haben wir auch wieder was für die Quantum Conquer Fans. Ist doch gut. So, Industrie. So. Dann zieht man alles hoch hier. Schon wieder ein neues Kraftwerk. Was ist denn hier los? Sagt mal. Öffentliche Angelegenheiten. Ist doch alles. Jetzt mach mal so hier, zack. Warum hat das Ding keine Straße?
So, genau, Freunde. Das war geil gerade. Also, ich komme da nicht drauf klar. Warum kommt jetzt hier bei SimCity Kane und Tiberium? Was zur Hölle? Naja, gut, okay. Gut, ist halt so. Ist halt so, Leute. Aber gut, dann versorgen wir die mal mit Wasser hier unten. Ja, der Geldbestand ist okay. Gut, und dann haben wir auch direkt wieder hier die Industrie bedient. Da können wir wieder in unsere schöne Hauptstadt. Und dann mal gucken. Ja. Jawohl, Freunde. Das passt doch. Würde ich sagen. Warum das? So, wo ist jetzt hier wieder die Straße? Ich hab's doch schon mit einer U-Bahn verbunden. Was wollt ihr denn noch? Die ist immer noch Stau. Die U-Bahn wird hier nicht genutzt, oder was? Ja doch. Ja doch, schaut euch das an. Aber ist halt. Naja, gut. Wir brauchen wieder Industrie, wieder Schwerindustrie. Ja gut, dann wieder raus hier. Wieder raus hier, ey. So. Da wollte ich jetzt zwar nicht hin, aber ist okay. Schwerindustrie, ja. Mach das mal. Oder? Nö. Das war die falsche Stadt. Alles klar. Gut, dann machen wir hier die Schwerindustrie hin. Schön weiter entfernt von der Wasserpumpe, weil die sonst trockengelegt wird. Hallo? Ja, geht doch. So, da kommen die Gebäude. Oh, sehr gut, schöne Industrienachfrage. Ich muss wahrscheinlich dann auch die andere Stadt noch mal retten, ne? Oh, es kann gut sein, ja. Es kann gut sein, dass ich die andere Stadt auch noch mal retten muss, weil da bei dieser Nachfrage. Ich möchte ungern jetzt hier zu nah an die Wasserpumpen dran gehen. Wegen den Umweltschützern. So. Brauchen wieder. Haben sie es jetzt echt? Nee. Doch, okay. Das war zu weit. Das war zu weit. Okay, dann nochmal neu. Alles klar, dann nochmal neu. Gut, das war zu weit dran. Also zu nah dürfen wir da nicht rankommen. Mit unseren Bebauungen. Das war doch bis hierhin, genau, bis hierhin. So. Ja, wachsende Stadt sehen nicht nach Saft. Die Nachfrage ist aber stabil, muss ich sagen. Nachfrage ist echt stabil. Schon wieder ohne Nass, kein Spaß. Warum denn? So, lasse ich aber jetzt zumindest erstmal so. Ja, die Herstellungsindustrie ist gedeckt. Was wir hier an Industrie brauchen, ist echt krass, ey. Also, die Industrienachfrage ist wirklich heftig. Aber gut. Wir brauchen auch sehr viele Dienstleistungsgewerbe, merke ich gerade. Da würde ich einfach mal sagen, ziehen wir den Leuten hier unten einfach nochmal ein Gewerbegebiet hin. Genau, mit einer schönen Stationanbindung. Ah, das war falsch. Genau. Gut. Und dass wir da die Gewerbenachfrage mal ein bisschen regulieren können. Ist schon mit Wasser verbunden. Sehr gut. So, dann. Zack und zack. So. U-Bahn-Station ist da schon. Das heißt, wir brauchen hier nur eine Bushaltestelle. Genau. Und ansonsten, genau hier so. Genau, Parks. Ganz viele. Gut, dann zieht man ein.
Na? Macht ihr, öffnet ihr keine Firmen hier? Wollt ihr nicht? Ah, doch. Okay. Gut, dann machen wir hier nochmal ein bisschen was für den Landwirt. So, weil die Grünflächen würde ich schon ganz gerne haben hier. Im Bereich der Hochbahn. So, dann. Sehr gut, das sind alles einfache Dienstleistungen hier. Ja, das ist gar nicht mal so verkehrt. Alles klar, cool, liebe Freunde. Richtig cool, wie das gerade hier läuft. Mit Kane an unserer Seite. Das war echt cool. Na ja, gut. Bauen wir einfach weiter, würde ich sagen, oder? Wartet mal. Wie sieht die Bildung aus? Rot, warum rot? Lehrer drohen mit Streik. Warum das denn? Was wollt ihr? Gesundheit und Bildung. Ist doch voll. Ja. War die Grundschule hier vielleicht nicht richtig? Die Grundschule war hier nicht richtig. Lehrpersonal nimmt aus. Seid ja wo denn? Welche denn? Die große Grundschule. Örtliche Busfinanzierung. Ach, das ist eine... Ach, okay. Ja, ja, klar, weil das eine normale Grundschule ist. Und keine große. Das ist eine Feuerwehr, ne? Wartet mal, da müssen wir mal gerade gucken, dass wir da eine große Grundschule hinkriegen. So. Und am besten eine Feuerwehr jetzt noch hier irgendwo hin. Wartet mal, dann reißt mal den Park ab. Macht da eine Feuerwehr hin. Sorry, Leute, aber es ist... Kann man das nicht irgendwie drehen? Kann man das jetzt nicht drehen? Verdammt. Na gut, dann macht das Wohnhaus weg. Und, ja, genau. Gut. Haben wir hier oben eine Feuerwehr. Und eine große Grundschule. So. Zack, und baut auf hier los. Genau, und da können wir wieder Parks hinsetzen. Dann passt das doch, Freunde. Jawohl. Auch mal wieder Schwerindustrie. Das gibt's ja wohl nicht. Na gut. Oh Gott, du bist jetzt schon wieder bei 27 Minuten. Was ist denn hier los? Alles klar. Gut, dann. Mal bitte so. So. Genau so. Dann können wir hier nämlich schön die Bahn weiterziehen. So. Na, komm. Ja, die Eisenbahnen, die sind manchmal ein bisschen kompliziert zu bauen, aber passt schon. Gut, Freunde. Dann geht's mal weiter. So, genau. Genau, und ja, dann ist das jetzt quasi schon unsere letzte Aktion. Meine Güte, das geht echt schnell immer. Das geht echt schnell immer, so. Aber es sagt halt auch aus, dass das Spiel mir echt Spaß macht. Also. So, dann hier zack, zack, zack. Und hier einmal Park und dann zack, kommt. Sehr schön. Einfache Dienstleistungen. Genau, Dienstleistungsgewerbegebiet. Dann brauchen wir wieder einiges an Schwerindustrie. Hier ist kein Streik mehr. Sehr gut. Gut, dann würde ich gerne nochmal kurz die Bildung mir anschauen. Die sind gut gebildet hier. Liegt das vielleicht... Wartet mal, Altersdurchschnitt... Wir bräuchten hier vielleicht eine Bücherei oder sowas. Oder eine Hochschule, die habe ich noch gar nicht. Ey, stimmt. Eine Hochschule habe ich noch gar nicht. Ja, dann mach mal eine Hochschule dahin. Die habe ich noch gar nicht. Dann machen wir hier ein paar Parks hin, genau, würde ich sagen.
Genau, hier ein bisschen begrünen die den Bereich. So. Oh Gott, die Kosten. Die Kosten. Ja, passt aber. Passt aber. So. Was ist das hier eigentlich? Was soll denn das? Und hier zack. Und zack. Und dann sollte das passen. So. Schüler? Ja. Sollte passen, wenn ich die jetzt da so stehen lasse. Ach, guck mal, die gucken da einen Film. Was ist hier? Ah, wiederholt sich immer wieder. Okay. Irgendwas mit dem UFO. Gut, Freunde, dann würde ich aber einfach mal sagen, ja, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder Abo da und lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen, erzählt gerne weiter den Kanal. Und ja, wenn ihr Bock habt, mal ein bisschen privat zu quatschen oder so, unten in der Videobeschreibung findet ihr den Link zu meinem Discord-Server. Ich würde mich freuen, euch da zu sehen. Und ja. Wartet mal gerade. Wie es hier dann weitergeht, sehen wir dann beim nächsten Mal. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag. Ne? Tschüss.